Herzlich willkommen zu der Pottwichtel-Folge des Nerdizismus-Podcasts, der Podcast für Nerds und Cosplay und Nerdinen und Freunde und Freundinnen von Nerds und Nerdinen. Hier ist nicht Anja und bei mir ist der nicht Chris. Guten Tag. Und in dieser Pottwichtel-Folge beschäftigen wir uns mit einer kleinen Besonderheit rund um den Star Wars-Kosmos, könnte man sagen. Oder? Das würde ich schon so sagen, ja. Ne? Oder ein anderer Kosmos, der sich Star Wars gegriffen hat, nämlich der Family Guy-Kosmos. Das ist wahr. Also es sind zwei Kosmoneten. Kosmöse. Kosmopolitan, ich weiß es nicht. Zwei Welträume, die aufeinandertreffen. Genau. Es gibt eine Family Guy-Episode, in der Star Wars Episode 4 stattfindet. So ziemlich, ja. Auf die eine oder andere Art. Man kann sich das so ein bisschen eher vorstellen, denke ich, wie Spaceballs. Also es ist eher eine Parodie so ein bisschen. Oder machst du aber gleich ein großes was auf. Ja, das kann ich. Aua. Genau. Wir haben den Film noch mal zur Vorbereitung geguckt. Du kanntest den schon eher. Du hast auch die DVD dazu mitgebracht. Ja, der kommt aus meiner Sammlung. Ich habe mir das damals in geistiger Umnachtung, glaube ich, da reden wir gleich noch mal drüber, in einer Krabbelkiste irgendwo in einem DVD-Laden, wahrscheinlich beim Kiko oder beim Teddy, ich weiß es nicht mehr. Da gab es den dann für ein paar Euro mal besorgt. Ich habe den, glaube ich, nicht zum Vollpreis geholt. Okay. Ich fand den damals lustig, möchte ich sagen. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Beim ersten Mal finde ich ihn auch noch lustig. Ich weiß nicht, ob es mir beim wiederholten Gucken so gehen würde. Also, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir haben Blue Harvest gesehen, Family Guy Blue Harvest, was, glaube ich, auch der Arbeitstitel für A New Hope oder für Star Wars grundsätzlich gewesen ist, weswegen die Family Guy-Macher diese Version so genannt haben. Das ist nicht der einzige, es gibt ein paar mehr davon. Ich glaube, der nächste heißt Something Something Dark Side. Und es gibt, ich glaube, drei oder vier sind, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Mehr davon. Ja, es gibt noch mehr davon, die ich aber zum Teil auch nicht kenne. Also ich kenne, glaube ich, okay. Something Something Dark Side habe ich mal bei ProSieben gesehen noch. Aber ich kenne sie nicht alle. Okay, für alle, die bisher unter einem Stein gelebt haben, Star Wars Episode 4 klingt jetzt erstmal so, als würde man mittendrin in der Handlung anfangen. Dem ist nicht so, das war der erste Star Wars Film, der erschienen genau. ist. Wir wollten ja noch über was anderes sprechen, bevor wir über Blue Harvest sprechen. Ne? Das ist ja schon das geplant gewesen. Das wollten wir. ja, sprich doch mal drüber. Ja, also du, die du diesen Podcast gezogen hast, ja. hat das ja schon vorher geplant. Was ist denn los? Ich habe so lange nicht mehr selber gepodcastet und nur mitgepodcastet, dass ich das mit dem Moderieren gar nicht mehr auf die Reihe kriege. Das ist schlimm heute. Furchtbar. Du darfst auch schneiden, das ist dein Podcast. Wie so eine Nerdfreundin. Das kannst du schon nächste Woche machen, wenn ich weg bin. Ja. Ja, wir wollten ja anfangs, ne, das hatte ich ja so ein bisschen auch vorgeschlagen, so ein bisschen über unseren Erstkontakt zu Star Wars reden, da ja hier bei Nerdizismus, wie ihr wisst, wie wir hier jede Woche und jeden Monat hier sitzen, auch sehr viel über Star Wars gesprochen wird und so ein bisschen unseren Erstkontakt mit Star Wars besprechen. Und das ist ja auch immer ganz spannend, das zu wissen. So, das ist ja ein sehr großes Franchise, eines der erfolgreichsten weltweit und wird immer mal wieder neu aufgelegt, ja, mit den neuen Filmen aktuell. Und wir sind ja nun auch schon ein paar Tage älter und haben Star Wars ganz individuell erlebt. Wie war das denn bei dir, nicht Anja? Ich kann mich im Detail gar nicht mehr so genau dran erinnern, muss ich sagen. Also ich glaube, ich muss so 12, 13 gewesen sein, als ich das erste Mal damit näher in Kontakt gekommen bin über einen meiner Cousins. Ich habe sehr viele davon. Vier, fünf? Fünf? Ich kenne einen davon, das ist ordentlich. Ja. Ja. Und da eher so über den Merchandise, also der hatte irgendwas Darth Vader-mäßiges als Poster oder ich weiß es nicht mehr in seinem Zimmer, wir waren da zu Besuch in den Sommerferien, keine Ahnung, und er hatte das dann irgendwie gesehen und ich weiß es nicht. Und nun komme ich ja aus dem Teil Deutschlands, der früher mal die DDR gewesen ist und wir hatten ja nicht so viel, nischt quasi. Hätten einen Star Wars. No. Und ich bin relativ spät dann erst mit Star Wars in Kontakt gekommen. Es ist ewig her, dass ich die Originalfilme tatsächlich gesehen habe, also die Originaltrilogie von George Lucas. Und ich weiß, wir haben das damals in relativ kurzer Zeit alle drei Filme am Stück gesehen. Das muss irgendwie so in der Weihnachtszeit gewesen sein dann. Und lass es an drei aufeinanderfolgenden Adventssamstagen, Sonntagen irgendwie sowas gewesen sein, dass wir uns die reingezogen haben. Das war ziemlich cool. Ich habe den mit meinem Bruder zusammengeguckt. Der ist ja nur ein Jahr älter als ich. Und das war so ein Ding, das
ich war eigentlich nie so ein Science-Fiction-Fan, aber Star Wars ist so viel Fantasy, dass es mich ziemlich schnell gehuckt hat. Also, dass ich da sehr schnell, ja, einfach drauf war, drin war, das mochte. Auch wenn ich damals das Äußere der Darstellenden nicht besonders attraktiv fand, muss ich sagen. Das ist ja auch diese alte Diskussion, ne? Ist Star Wars eigentlich Science-Fiction oder ein Märchen oder Fantasy, ja, ja, ne? Ist ja auch egal eigentlich. So, auch da prallten schon diverse Kosmoneten aufeinander. Kosmopoliten. Genau. Ja, wie war das bei dir, nicht Chris? Ich kann das ziemlich konkret sagen. Ich weiß, Jahreszahlen weiß ich nicht mehr. Mein erster Kontakt mit Star Wars war vielleicht gar nicht Star Wars selber, sondern das erweiterte Universum davon. Ich war mit meiner Mutter in einem Supermarkt einkaufen und vorne lag, wie man das so kennt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber in den Supermärkten hast du ja vorne gerne noch mal so einen großen Korb mit so Restposten. Und in diesem Korb mit Restposten waren auch Comichefte. Damals von Bastei Lübbe, ein Verlag, den es auch heute noch gibt, der hat damals auch Comics herausgebracht. Und zwar war das ein Comic mit den Marvel-Comics von den Ewoks. Die Ewoks! Die sind vor Jahren dann auch mal wieder reprinted worden. Die gibt es inzwischen auch in einem schönen, dicken Sammelband Ewoks und Droids. Beide Comic-Serien von Dark Horse, die ja über Jahrzehnte jetzt mittlerweile die Lizenz hatten, aber in den 80ern halt noch Marvel die Star Wars Comics herausgegeben. Und aus dieser Serie war das eben die deutsche Ausgabe der Ewoks. Und wie man das halt so kennt als Kind, ne? Ich will aber dieses Comic-Heft haben. Und ich habe dann offensichtlich genug Krach gemacht, dass ich so dieses. Es funktioniert auch heute noch so. Wenn ich heute sage, ich will aber dieses Comic-Heft haben, dann kriege ich das manchmal. Nein. Dann habe ich dieses Comic-Heft tatsächlich bekommen und habe das dann gelesen und ich hatte genau diese eine Ausgabe über Jahre. Inzwischen habe ich die Ewoks-Comics alle gelesen, sind auch, ich finde die cool. Ich mag die sehr gerne. Gibt ja auch eine Zeichentrickserie, aber ist ein anderes Thema. Und habe das dann auch wirklich komplett zerlesen und eines Abends sagte mein Vater, setz dich mal hier hin und guck mal in den Fernseher. Und wenn das Eltern, sagen Eltern ja nicht so oft. Nee, wenn Eltern sagen, guck mal jetzt hier Fernsehen, dann ist das entweder was Pädagogisches oder mein Vater, der ja auch relativ, also heute würde man sagen, mein Vater ist ein Nerd. Das hat man damals anders gesagt. Also damals war mein Vater einfach Science-Fiction-Fan, Spielkind und so weiter und so fort. Der ist genauso wie ich nie erwachsen geworden. Und zeigte mir dann eben diese Szene aus Episode, soll ich eben rechnen, 6, wie eben die Ewoks in dieser Baumstadt herumhüpften und diese Feier abgehalten haben, wo sie dann ja dann C-3PO zu ihrem König erklärt haben und so weiter und so fort und dann eben diesen gewonnenen Kampf. Und das ist eine verhältnismäßig kurze Sequenz, die ich dann von diesem dritten klassischen Star-Wars-Film sehen durfte. Und ich hätte gerne mehr gesehen in dem Abend, aber durfte ich nicht, weil der Film eben nicht mehr im Alter entsprach. Das war Anfang der 90er Jahre. Dass mich da 6 oder 7 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Ja. War sehr jung. Das war mein erster Kontakt mit Star Wars und über den Lauf der 90er Jahre habe ich die Filme dann auch zum ersten Mal gesehen. Dann mit meinem besten Kumpel, der nebenan wohnte. Die liefen, wie gesagt, oft zu Weihnachten dann, wie du gerade auch schon gesagt hattest, im Fernsehen. Und also ich kann mich ganz bewusst an beispielsweise eine von diesen Einstellungen erinnern, wie dann diese großen Laufroboter, AT-AT oder wie sie heißen, wahrscheinlich ist das der falsche, aber diese riesigen, dann eben durch diese Schneewüste in Hoth dann auch laufen, was glaube ich auch der dritte ist, ne? Also der sechste. Ich glaube, dieser Kampf auf Hoth. Ich bin jetzt auch nicht so viel mit Star Wars. Warte, ist das, wo Luke das Viech aufschneidet, um sich zu wärmen, dieser Reittier? Ja, das ist der dritte, ne? Also Nummer 6. Ich dachte, das wäre noch relativ am Anfang, weil am Anfang ist von dem neuen, ja, von dem sechsten. Okay, ich weiß es nicht mehr. Weil ich dachte, da ist er noch nicht so ganz firm mit seiner, hier, mit der Macht. Ja, ist ja auch vollkommen egal, das wissen andere hier vielleicht auch besser. Auf jeden Fall war das einer dieser Filme, das müssen jetzt nicht so in die Tiefe gehen, das ist ja nicht nötig. Ne? Kennen ja alles damals. Kennt ihr doch alles, deswegen hört ihr doch zu. Das war so mein erster Kontakt. Ich habe die Filme dann über die 90er Jahre hinaus immer mal wieder gesehen und auch ganz gesehen. Und ja, das hat sich für mich einfach so, das sind so Kindheitserinnerungen. Ich glaube, das ist so das, wenn man mit Sachen groß wird, dann haben die eben auch eine starke Bedeutung. Und mein Zugang waren eben die Ewoks tatsächlich. Und ich kannte, glaube ich, auch die Ewoks-Filme früher als die Star Wars-Filme. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nämlich kann es durchaus sein, dass ich diesen Ewok-Film, die Karawane der Tapferen, das ist, glaube ich, der erste, wo die Kinder auf dem Planeten stranden. Ich glaube schon, ja. Die sind beide furchtbar. Dass ich den viel früher gesehen habe. Ja.
Und das aber einfach ewig nicht in Verbindung gebracht habe mit Star Wars. Es ist so komplett anders auch. Es ist so komplett anders. Und ich habe einen Kumpel, der ist Bibliothekar. Und mit dem habe ich mich irgendwann drüber unterhalten. Und dass meine Favorites bei Star Wars halt immer die Ewoks sind, weil so große, knuddelige, laufende Teddybäre. Super. Und er hat gesagt, nee, ich habe die hier in der Bücherei. Ich kann die hier einfach mal quasi schicken. So, ne? Bibliothekare for the win. Und das hat er gemacht und hat mir beide Filme auf DVD geschickt. Ich habe es nur geschafft, den ersten zu gucken. Ich habe mich an den zweiten nicht mehr herangetraut. Das war ganz furchtbar. Es war so schlimm. Die Ewoks sind immer noch knuddelige, laufende Teddybäre. Ich finde die immer noch toll. Aber irgendwie, ich kann das nicht mehr gucken, während ich jetzt Star Wars richtig hart Bock habe, wieder zu gucken. Also die Originaltrilogie auf jeden Fall. Also nachdem wir den heute gesehen haben. Ja. Vielleicht gehen wir dann auch schon mal zu dem größten Problem dieses Filmes. Das ist halt ein Rehash auf die Originaltrilogie. Und vielleicht klären wir das im Laufe der Besprechung, dass die Parodie in meinen Augen nicht besonders gut gelungen ist. Aber weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt quasi Gast, da muss ich auch die Story zusammenfassen. Ne? Ja. 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 Gut, dass du es selber weißt. Ja, die Familie, wie heißt denn da nochmal? Die Griffins, genau. Die Griffins sitzen am Fernseher auf dem Sofa und in Quahog, in ihrem kleinen, beschaulichen Vororthäuschen und gucken Fernsehen und auf einmal bricht der Strom weg. Mhm. Und nachdem sie dann irgendwie beschlossen haben, dass sie dann doch lieber kein Familienleben miteinander verbringen möchten, fängt dann eben Papa Griffin, Peter Griffin an, eine Geschichte zu erzählen und er erzählt im Grunde genommen die Geschichte von Star Wars. Und genau, und das, also die Handlung von Star Wars nimmt man also, man angelt sich so ein bisschen sehr verkürzt, sehr komprimiert in einer Dreiviertelstunde, also länger ist diese Episode gar nicht, auch so an den wichtigsten Handlungsplotpunkten an. Das sind aber oft nur so kurze Szenen, also Einstellungen. Das ist, glaube ich, auch so der Vorteil, weil Star Wars so unfassbar ikonisch ist, dass das reicht, wenn man Sachen so anreißt und Einstellungen anreißt und dann einfach eigene Witze erzählt. Aber oft auch nicht wirklich eigene Witze, sondern eher so das in Frage stellt, was die Star Wars Filme machen. Also so richtig die Handlung kann man gar nicht zusammenfassen, weil es eben die Star Wars Handlung ist mit diesen typischen Family Guy Einschleusungen an Witzen und Gags und so. Die Charaktere sind halt da. Ich glaube, Chris ist Luke Skywalker. Mhm. Dann die Mutter ist Prinzessin Leia. Mhm. Die Schwester ist dieses gruselige Monster aus der Müllpresse. Ja. Die ist kurz zu sehen. Peter Griffin ist Han Solo. Der Hund Brian ist Chewbacca. Mhm. Googelt einmal kräftig durch und kann dann sprechen. Habe ich noch jemanden vergessen? Ja, Chewie ist. Stewie ist Darth Vader. Genau. Einer von den Sith, der sich erstmal auch ordentlich in die Hose gesissen hat. Im Deutschen hat er das, glaube ich, so. Wir haben auf Englisch geguckt. Und der pädophile Nachbar ist dann eben Obi-Wan Kenobi, was ich immer, den fand ich immer schon schwierig, aber da reden wir dann auch im Laufe des Films. Habe ich noch jemanden vergessen? Ich glaube fast nicht. Ne? Crackmeyer ist C-3PO. Genau, und Cleveland ist R2-D2. Genau. Genau. Genau, die sind noch wichtig. Und das ist, also Cleveland als C-3PO funktioniert schon ganz gut, aber der ist halt im Amerikanischen so komplett anders synchronisiert, also der hat eine ganz andere Stimme. Und ist auch ganz anders angelegt, habe ich den Eindruck. Ich habe jetzt Family Guy auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Bin auch irgendwann mit wehenden Fahnen da ausgestiegen, weil ich es einfach nur noch furchtbar fand. Sachen, die ich hier wieder entdeckt habe, warum ich damals als Family Guy ausgestiegen bin. Aber Cleveland hat ich irgendwie anders in Erinnerung. Also der funktioniert für mich hier einfach, oder aus meiner Erinnerung, anders als in diesem Film. Keine Ahnung. Tatsächlich habe ich Cleveland so gut wie gar nicht in Erinnerung. Mhm. Der hatte sogar seine eigene Serie, an die sich kein Mensch erinnert. Okay. Der, ja. Das war vielleicht der Todesstoß. Ist ja manchmal so, ne? Wenn sie eine eigene Serie kriegen, dann sind sie weg vom Fenster. Auf jeden Fall, also ich bin auch nicht so ein ganz großer Fan oder Guckerin von Family Guy gewesen. Ich kannte genug, um die Figuren einordnen zu können und deren Macken und Verhaltensweisen zu kennen und so. Wenn wir uns jetzt mehrere von den Star Wars Parodien heranziehen würden, die es so gibt, allen voran natürlich Spaceballs, dann sind da qualitativ Unterschiede. Das muss ich, also. Ja, das hatte ich am Anfang schon. Das ist ein dickes Fass, was du da aufmachst. Ja, ja. Also Spaceballs, da reden wir dann vielleicht auch später nochmal. Das ist schon hart. Also, das ist kein Vergleich zu Spaceballs. Nee, ist es auch nicht. Es ist halt wirklich, es bewegt sich auf dem Witzeniveau tatsächlich von Family Guy. Es ist wirklich, wie du beschrieben hast. Also sie nehmen die Star Wars-Handlung, um dann ihre eigenen Witze da reinzubringen. Und das ist so ein bisschen, das kann man machen, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Es entfremdet sich aber dann auch dadurch wieder so sehr von der Star Wars-Vorlage, weil die Figuren einfach nicht stimmig sind. So. Ich hatte nicht mal den Eindruck, dass sie sich so sehr von Star Wars
entfernen, sondern das ist derartig nah an Star Wars dran. Also die nehmen halt einfach diese Szene, die sie haben, und überspitzen es dann, aber eben auch nicht besonders gut. Also ich hatte den Film damals, als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich mich kaputt gelacht. Lass es aber auch 10 Jahre her sein. Also diese DVD habe ich verhältnismäßig lange. Und also ich weiß nicht, wann der, wir haben jetzt auch gar nicht nachgeguckt, wann der rausgekommen ist. Das kann ich vielleicht mal gleich mal machen. Aber der ist halt wirklich uralt. Also das ist wirklich eine Sache, also das ist war mit einer der größeren Parodiefilme, die die Family Guy gemacht hat, so als TV-Special, aber eben, und das wird am Ende des Films ja auch so ein bisschen zitiert, dass Robot Chicken eben auch schon sehr erfolgreich gemacht hat. Ja. Und die Robot Chicken Star Wars Specials sind wirklich grandios, aber weil Robot Chicken auch eine ganz andere Ausrichtung hat. Also das ist das gleiche Prinzip. Wir nehmen Popkultur und vermischen es mit Popkultur und zitieren das mit Popkultur. Und so diese Melangerie, sagt man das? Melangerie aus Popkultur, die funktioniert bei Robot Chicken extrem gut. Aber in der Sekunde, wo Family Guy Popkultur zitiert, ist es immer nur, um so Face-Value-Witze zu machen. So, guck mal, die sind ja alle doof, die können nicht schießen oder sowas. Ne? Oder, die sind ja alle schwul. So, das ist ja auch das Level, auf dem sich Family Guy auch in diesem Film irgendwie so ein bisschen dann bewegt. Und wo ich denke, ja, es ist einfach auch A, zu leicht und B, immer in irgendeiner Art und Weise marginalisierte Gruppen irgendwie so. Das ist bis zu einem gewissen Grad ist das okay, aber diese Grenze überschreitet auch dieses Special andauernd. Das ist echt schlimm. Ja, also mit weit entfernt ist auch bei mir eher gemeint qualitativ. Okay. So, also das ist halt einfach eine gute Parodie zeichnet für mich halt immer aus, wenn das Machwerk auch, ich sag mal, tiefenpsychologisch verstanden wurde, möchte ich es jetzt mal nennen. Ne? Also wenn du das Original so sehr magst, dass du eine gute Parodie drauf machen kannst. So. Also eine gute Parodie machst du nur, wenn du das Originalwerk wirklich magst und gern hast und auch verstanden hast und es trotz potenzieller Fehler, die in so ziemlich jedem Machwerk irgendwo drin stecken, genießen kannst, diese Fehler aber eben auch sehen kannst und anerkennst. Und das ist halt bei Family Guy irgendwie so. Es ist halt wirklich nur so ein Sprungbrett, um den eigenen Witz abzufeuern, der einfach nicht gut ist an vielen Stellen. Sondern also das ist so dieses, wir stecken die halt jetzt in Kostüme, damit es nochmal witziger wirkt, weil es eure Ikonen und Helden aus Star Wars sagen, was sie da immer sagen. Aber es wird halt nicht witziger dadurch, sondern es hat einfach nur den Rahmen von Star Wars. Und ja, es ist Blue Harvest gewinnt stark dadurch, dass es irgendwie Star Wars ist und so ein bisschen auch den Nostalgiefaktor dann anspricht. Und deine erste Reaktion war dann ja auch sofort, wir müssen mal wieder die alten Star-Wars-Filme gucken. Ja. Weil dieses Star-Wars-Gefühl halt da ist. Also die haben halt den Vorteil, das ist zu einer Zeit entstanden, da gehörte Star Wars noch nicht Disney. Es war noch vor diesem Verkauf. Das heißt, die konnten da auch komplett aus den Vollen schöpfen, was das Charakterdesign, Raumschiffdesign, die ganze Musik, die drin ist. Also das ist im Grunde genommen wirklich Family Guy als Star Wars oder Star Wars als Family Guy, so rum. Also dadurch gewinnt das einfach. Also jede andere Star Wars Parodie scheitert ja schon daran, dass sie einfach nicht die Originalmusik benutzen können. Mhm. Die Figuren sehen irgendwie anders aus. Spaceballs ist das beste Beispiel. Du merkst sofort, dass es Star Wars gemeint ist oder auch so andere Dinge. Es ist auch ein bisschen Star Trek drin. Mhm. Es ist ein bisschen was anderes auch drin. Also du merkst, dass Star Wars gemeint ist. Aber es darf halt nicht Star Wars sein. So, ja. Ne? Aber das ist irgendwie meiner Meinung nach auch die Stärke von Spaceballs. Wohingegen das hier bei Blue Harvest so ein bisschen der ganzen Sache auch im Weg steht, weil es so wenig uneigenständig ist. Es hängt halt alles von Star Wars ab. Es macht halt auch nicht viel selber. Ne? Also es greift wirklich Star Wars und erzählt es nochmal so und macht aber ein paar platte Witze noch drauf, damit es wie Family Guy aussieht und nimmt die Figuren, die dann wie aus Family Guy aussehen und so. Die Figuren sind auch stimmig in sich, wie sie in Family Guy sind. So, das ist, soweit ich es beurteilen kann, aber wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Family. So weit würde ich nicht mal gehen, weil über Chris wird halt Luke Skywalker gelegt. Es werden halt die Motivation und auch der Charakter von Luke Skywalker über Chris drüber gestülpt, womit dann einfach plötzlich so dieses Problem entsteht. So, also die Eigenschaften, die Chris hat, sind weg. Beispielsweise Brian, der dann Chewbacca darstellen soll, das ist dann irgendwie doch nicht mehr Chewbacca, sondern Brian. Mhm. Aber darf halt auch nicht Brian sein, weil er ja Chewbacca darstellen muss. Das heißt, beide Seiten sind nicht da. Also Brian ist ja Alkoholiker beispielsweise über weite Teile der Serie. Das kommt überhaupt nicht zum Tragen. Das hätte man einbauen können. So die einzige Figur, die in all ihrem Sein eine andere Rolle darstellt, ist eben dieser pädophile Nachbar, der halt Obi-Wan irgendwie, also das ist wirklich so, was wäre, wenn Obi-Wan dieser pädophile Nachbar wäre? Das haben sie gut hingekriegt, aber wenn die Figur schwierig ist. Aber das ist halt die einzige. So, Peter Griffin ist nicht so wie Han Solo und Han Solo ist nicht so wie Peter Griffin. Also diese Mischung hat auch überhaupt nicht funktioniert für mich.
um mal was Literaturnerdiges beizutragen, Bertolt Brecht hätte seine Freude gehabt. Doppelte Verfremdung ist so ein Theaterkonstrukt, das Bert Brecht sich ausgedacht hat, wo es darum geht, dass Schauspielende auf einer Theaterbühne beispielsweise immer klar machen müssen, dass sie zum einen Schauspielende sind und trotzdem ihre Rolle transportieren müssen. So. Und das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Also da versuchen Leute, nicht sie selber zu sein und schaffen es aber eben auch nicht, die Rolle zu sein, die sie annehmen wollen. Weil sie das gleichzeitig immer noch deutlich machen wollen, dass es eine Rolle ist. Ich hätte es mega gefeiert, wenn, also damit ist Family Guy in der ersten Folge ja auch angefangen. Das war, glaube ich, mit einer der ersten Einstellungen, wie Stewie Geburtstag hat. Und klar wird er eigentlich wieder seine Mutter umbringen. Er will sich dafür rächen, dass er geboren worden ist. Das war also die erste Staffel Family Guy ist echt noch gut, weil sie halt diese Rollen noch vernünftig ausspielt. Und dadurch, dass er Darth Vader spielt und sie Prinzessin Leia, und damals wusste man ja nicht, dass die beiden verwandt sind. Also, die sind verwandt? Oh nein, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. So, aber weil sie das gut erzählen können, so nach dem Motto, also wie Star Wars zum ersten Mal gelaufen ist und so als Vergleich, also diese Fehde zwischen ihm und seiner Mutter, dass er versucht, seine Mutter umzubringen, das hat man viel stärker auch in diese Parodie mit einbauen können. Mhm. So, das ist derartig eindimensional und auf schlechte Wortwitze ausgelegt, dass man keine Zeit darauf verliert, diese Figuren vernünftig auszuarbeiten, die da sind. Weißt du, das ist schon, man hat eine Dreiviertelstunde. Ich hab andere Filme in einer Dreiviertelstunde viel mehr machen sehen als diesen. Ja, der macht nicht viel. Nee. Was er schön macht, man muss ja auch mal ein bisschen was loben, finde ich, ist tatsächlich aber der Einsatz von Musik. Den habe ich sehr gefeiert. Aber das sind halt zum Teil die originalen Tunes von Ron Williams, wollte ich jetzt schon sagen. John Williams. Ron Williams hat aber Super Mario. Das ist die Super Mario Musik eingebrochen. Das hätte ich aber auch. Mario Brothers. Vom Klöpper bekannt. To the Mario. Nee, aber John Williams eben, der hier auch dann auftritt als Person und dann im Laufe des Films getötet wird und dann, wir müssen jetzt mit Danny Elfman machen. So diese Simpsons-Musik, die so besser kommt. So dieser Meta-Humor ist drin und das ist auch okay, das sind auch die Stellen, die wirklich lustig sind. Aber so, ich mag so diese Parodien nicht, die im Grunde genommen nur die Handlung nachspielen und dann so 3-4 Witze erzählen drumherum. Und dann, und das Problem ist, ich bin auch so ein bisschen über diese sexistischen, rassistischen Witze drüber, die Family Guy macht. Und das ist ja einfach die ganze Zeit, das ist, muss nicht sein. Ja, das Einzige, was ich wo ich noch nicht sicher bin, wie ich es einordne, ist, wie heißt der im Rollstuhl, der Charakter? Ich vergesse das immer. Ich vergesse auch, wie der heißt, aber das ist der Polizist. Der Polizist, genau. Der dann eben auch dargestellt wird und im Flugzeughangar ist, als sie den Todesstern angreifen und alle so tun, als würde er seinen Teil beitragen, weil er Sandwich schmiert und sowas. Das ist halt so wirklich so ein bisschen dieses, was die Gesellschaft tatsächlich mit Disabled Persons macht. Ja. Dieses, wir tun mal so, als würden wir ihnen eine wichtige Aufgabe geben und tätscheln ihnen so ein bisschen auf den Kopf, damit sie sich wertgeschätzt fühlen, aber wir schätzen sie nicht wirklich wert. Ich find's halt albern, weil der könnte halt genauso ein Raumschiff fliegen. Ja. Dazu brauchst du doch die Beine nicht, das ist doch Bullshit. Also außer Raumschiffe funktionieren mit Gas- und Bremspedalen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin jetzt bei der Technik von diesen X-Wings jetzt nicht so bewandert, aber ich glaube, dass man die auch ohne Beine bedienen kann. Und die heben doch auch immer diese R2-Einheiten da rein. Das sieht man doch immer, wenn sie diese Reparaturdroiden dann da einbauen. Dann kannst du den gleichen Kran doch nehmen, um die Leute reinzuhieven. Also das ist doch, also ich weiß, was sie damit ausdrücken wollten. Ich gebe dir zum Teil recht. Aber das hätte man auch, also realistisch betrachtet, ist das Bullshit. Also das ist halt nur, ich glaube schon, dass das eher dazu da ist, sich um Bilder lustig zu machen. Also das ist so, weil dieser Typ im Rollstuhl, der Nachbar, der ist halt auch mehr oder weniger so der personifizierte Behindertenwitz. Und das ist echt schade. Ja, aber das ist er ja immer, also soweit ich das in Family Guy kenne. Und ich finde halt, hier ist es schon so ein bisschen schön on your nose, dieses, wie geht die Gesellschaft generell tatsächlich mit Behinderten um? Mhm. Und also vielleicht unterstelle ich dem Film da auch zu viel, aber das schien mir der einzige intelligente Kommentar auf die Gesellschaft zu sein. Dieses, wir tätscheln denen mal den Kopf, aber wir nehmen sie nicht ernst, Ding. Ihm widerfährt er ja auch nichts Böses, so ist es in dem Sinne. Also er wird ja auch nicht ernst genommen, da kann ihm auch nichts Böses widerfahren. Na, vermutlich, keine Ahnung. Er ist nicht mal ein Redshirt, weißt du so. Nee, nicht mal das, also nicht mal ein Plot Device, er ist einfach nur da. Ja. Und in der Sekunde, wo ich halt ein stereotypes Bild reproduziere, ohne es zu kommentieren, das war das Wort, was ich gesucht habe, wird es halt trotzdem schwierig und das ist der ganze Film so ein Stück weit. Also es gibt so diese 2-3 Kommentare auf Star Wars selber, weiß ich nicht, die Typen, die dann bei diesem Strahl stehen und der eine sagt, ja, wir hätten hier gerne mal eine Reling. Mhm. Ich bin ja schon neulich beinahe mal runtergefallen und dann, ja, da haben wir aber Sorge gehabt, dass wir uns hier die ganze Zeit nur anlehnen oder keine Ahnung, so, ne? Mhm. Weil das natürlich albern ist, dass da
so ein Laserstrahl durchfällt und die haben dann nicht mal so ein blödes Gitter, das ja. die schützt. So, ne? Alles andere ist irgendwie hochtechnisiert, aber genau diese Stelle ist plötzlich so, wo dann einfach so das ganze Production-Design von Star Wars selber in Frage gestellt wird. Das ist ein Meta-Humor, den ich diesem Film auch gebe. Aber das sind halt auch, weiß ich nicht, wenn man dieses YouTube-Video kennt, diese Star Wars-Kantina, wo dann diskutiert wird, also wo dann die ganze Wirtschaft oder Ökonomie auch diskutiert wird. War das diese Kantine oder war das diese Star Wars Kantine, glaube ich tatsächlich, wo dann diskutiert wird, was das für wirtschaftliche Folgen hat, dass dieser Todesstern zerstört ist, mhm. Arbeitsplätze, das Material, was da verbunden, dass das Ding überhaupt nicht bezahlbar ist. Das ist halt richtig guter Meta-Humor aus Star Wars und nicht so dieses, ha, guck mal, da haben sie, weiß ich nicht, einen Pixel vergessen oder keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Die Special Effects waren schlecht. Und es wird ja immer dann kommentiert, wenn was explodiert, dass man dann eben genauso diese, also ist ja ein Zeichentrickfilm, also ein Animationsfilm, und dann ist da halt eine realistische Animation drin oder eine realistische Explosion drin. Mhm. Und das hat nur ein Kommentar darauf, wie damals in diesem Star Wars-Film die Explosion ausgesehen haben. So, wo ich denke, das ist halt auch echt cheap. Ne? Also das ist halt so. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Wobei, da fällt mir ein, kamen wir ja zu der Szene, die klassisch ist, wo Luke, beziehungsweise Chris in diesem Fall mit seinem X-Wing-Dingens dadurch diesen Gang auf dem Todesstern fliegt und diesen Kanonen ausweichen muss und sowas. Und da ist mir wieder eingefallen tatsächlich, dass ich das als Kind am Computer gespielt habe. Mhm. Also ich frage mich nicht, wie das heißt. Es kann sein, dass es noch unter DOS lief. Ich bin mir nicht sicher. Ein X-Wing. Nee, es muss schon später gewesen sein. Sicher, dass es nicht auf dem Polyplay gewesen ist? Nee, wir hatten nur normale Computer. In der DDR gab es auch dieses Polyplay. Nee, das war dann schon in den 90ern. Ach so, ja, gut. Das war dann schon später. Und da warst du halt auch, da bist du immer in diesem X-Wing A durch die Gegend geflogen und hast diese anderen komischen Viecher abschießen sollen, die feindlichen Raumschiffe. Ich habe versehentlich mal ein paar eigene getroffen. Hoppla. Und dann musstest du auch durch diesen Gang fliegen und diese Kanonen ausschalten, die da, diese automatischen Kanonen, die da rumstehen und sowas. Ich gebe das in der Zwischenzeit mal ins Internet ein, weil ich glaube, ich habe einen leisen Verdacht, was das gewesen sein kann. Aber erzähl mal ein bisschen weiter. Also es könnte einfach X-Fighter oder sowas geheißen haben. Ich weiß es gar nicht genau. Und ich habe das mit meinem Bruder abwechselnd gespielt und ich fand die Steuerung mega unhandlich. Und ich habe da immer gnadenlos, bin ich dran gescheitert. Aber das hat mich da kurz dran erinnert. Also dieser Film löst tatsächlich das aus, was, ja, das sieht so aus. Das ist jetzt Star Wars X-Wing PC-DOS 93 LucasArts. Das könnte sein. Das ist hier so ein Longplay. Jetzt haben wir hier die. Aha. Das sind natürlich viele Menüs. Ja. Und hier Admiral Akbar, der hier genau. was erzählt. Genau, ja, an den erinnere ich mich dunkel, ja. An den erinnerst du dich, das war eine Falle. Da sind aber viele Menüs. So, jetzt kommt hier so ein Raumschiff reingeflogen, da guck. Genau, jetzt, ja. Das Cockpit, im Cockpit-View links und rechts. Genau, und ich war schon immer dadurch verwirrt, dass du in diesem Cockpit quasi einmal Rundumsicht hattest und ich wusste immer nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wo ich eigentlich jetzt gucken und schießen und welche Kanonen und so. Also ich war da grottenschlecht drin. Mein Bruder hat sich immer ein bisschen lustig drüber gemacht und der war sehr gut darin, muss ich sagen. Das hat schon Anfang der 90er gespielt. Das war relativ zeitig zum Release, ne? Wir hatten das relativ zeitig. Ich weiß gar nicht genau, woher. Es kann sein, dass es auch über meinen Cousin quasi kam. Es gab damals ja auch Shareware. Das heißt, man hat unter Umständen einfach die Demo-Version gekriegt, ne? Das kann sein, die gab es auch kostenlos. Also das war damals halt dieses Modell. Das ist gut möglich, dass es das war. Ja. Es war ganz spannend so. Und das ist so das, was dieser Family Guy Star Wars Film hauptsächlich macht, dass er so Nostalgie-Dingens auslöst. Aber das ist so ein Ding, diese Szene, wie du durch diesen Kanal fliegst und dann diese Rakete so ein bisschen abgeschossen wird, das ist halt auch ein Image, das wird halt auch überall dann reproduziert. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal mit einem Kumpel im Warner Brothers Movie Park in Bottrop-Kirchhellen gewesen bin. Das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Und da gab es dann eben so ein Virtual Ride, also du bist in so ein riesiges, eine riesige Kabine gesteckt worden, also wo dieser ganze Sitz sich eben bewegt hat, also mit 30 Leuten drin gesessen. Und da hast du vorne auch so einen Videobildschirm dann eben die Szene gesehen und das gibt's, glaube ich, in Disneyland inzwischen auch oder in anderen. Ja, diese 4D-Szenarien, ja. Ja, 4D, weiß der Geier, was es war. Also, es war eher so, weiß ich nicht, so MS-DOS 3D, so, ne? Keine Ahnung, was wir gerade schon mal hatten. Und dann hat sich dieses Ding halt eben entsprechend hydraulisch so bewegt. So. Und mein Kumpel hat sich mega kaputt gelacht und ich habe da gesessen. Ich so, ja toll, habe ich im Phantasialand eben auch schon gehabt. So, ne? Ja. Dann gibt's das auch. Ja, aber diese Szene ist halt mega ikonisch. Ne? Das ist richtig, das ist sie. Aber das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an dieser Zeichentrick
Darstellung lag oder woran auch immer, weil das Spiel, was wir ja gerade gesehen haben, das ist ja auch wirklich verpixelt. So. Also ja, ja. Das ist, glaube ich, einfach, weil es mich vom Stil her dran erinnert hat. Ich kenne ja diverse Star-Wars-Filme und auch diverse andere Filme, die sich diese Szene herangezogen haben als Zitat oder wie auch immer, aber die haben mich alle nicht an dieses Spiel erinnert. Das hat jetzt tatsächlich Family Guy gemacht. Ob das jetzt wirklich so ein großer Pluspunkt für den Film ist, sei jetzt mal dahingestellt. Kann ich so nicht sagen. Es hüpfte einer aus dem, wenn es reingesaugt. Rein. Ja, aber die Szene mit dem Videospiel kann ich tatsächlich jetzt hier nicht finden, aber mit dem Kanal. Aber das ist vielleicht auch einfach, weil es kein Longplayer ist, sondern ja, eher so ein Let's Play. Tatsächlich eher. Das gibt's aber garantiert auch noch irgendwo als Longplay. Das können wir uns vielleicht mal nach der Aufnahme auch mal nachgucken. Ja, da vielleicht auch nicht. Genau. Mal gucken. Was denn? Vielleicht auch nicht. Warum nicht? Du kannst auch mal spielen. Wir haben DOSBox installiert. Nee, ich muss doch noch so viele andere Sachen spielen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Auch von LucasArts, ne? Ja, was haben wir dir installiert jetzt? Nee, gar nicht von LucasArts. Das Sierra-Spiel, glaube ich. Discworld, ne? Ist das von Discworld. Sierra? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, genau. Da freue ich mich ein bisschen mehr drauf. Ja. Nun ja. Ja. Sei es drum, so ein bisschen dein Fazit, also was ich dir gerne mal zeigen würde, die gibt es auch auf YouTube, glaube ich, legal bei Adult Swim, Cartoon Network, die Robot Chicken Specials dir mal zu zeigen, weil die sind tatsächlich einen Tacken besser, die werden am Ende das auch diskutiert, was halt witzig ist, weil sich Seth Green als Chris dann mit Seth MacFarlane als Peter Griffin eben darüber unterhält, dass es ja diese Robot Chicken Star Wars Special gegeben hat und Seth Green ist halt nun mal der Erfinder von Robot Chicken. Es ist schon ziemlich lustig. Das ist sehr witzig, das war tatsächlich sehr witzig. Fazit. Ich weiß ich nicht, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, außer man ist sowohl großer Star Wars als auch Family Guy Fan, dann kann man das mal mitgucken. Bei mir hat es tatsächlich eher Lust ausgelöst, die Originaltrilogie wiederzusehen und auch Spaceballs wieder zu gucken. Ja. Ich kenne tatsächlich nicht, das hatte ich ganz kurz überlegt, aber ob wir das gucken jetzt für diese Wichtelfolge. Diese Weihnachtsspecials, die es von Star Wars gibt, aber die sind ja ganz furchtbar, habe ich gehört. Dieses legendäre Star Wars Weihnachtsspecial. Yeah. Ja, muss man nicht gesehen haben, sollte man sich vielleicht, wenn man nicht wirklich hundertprozentiger Star Wars Komplettist ist, auch nicht angucken. Ich kenne es nur ausschnittsweise und in Reviews. Ich finde, es ist echt richtig schwierig. Also, das muss man, das ist ganz schlimm. Das wird auch von allen Beteiligten an diesem Ding geleugnet, dass es das gibt. Also, sehr gut. Also, ja. George Lucas hat es auch kurz nach Ausstrahlung dann irgendwie mehr oder weniger so, dass das Ding, worüber man nicht redet. Ja. Nee, das auf keinen Fall. Also, das ist. Okay. Was ich noch schön fand, ist, dass Batman dabei war. Ja, Adam West, leider sehr unterpräsentiert. Also der ist ja der Bürgermeister von Cork, der heißt Adam West, gesprochen wurde gespielt von Adam West, kriegt hier nur so eine Nebenrolle. Ja. Das fand ich ganz nett. So. Ansonsten ist es jetzt nicht unbedingt ein Must-Have. So. Es war jetzt nicht so, dass es mir den kompletten Tag versauen würde. Naja. So viel Impact würde ich dem Film dann auch nicht geben. Ich hätte es behalten, weil ich als vorher behalten, weil das für mich so ein Kleinod in der Sammlung gewesen ist, so eine Absurdität, so Family Guy macht Star Wars. Ich pack's dann gleich zu den Flohmarkt-Sachen. Ja, ich hab's ja jetzt auch gesehen, ne? Da hast du jetzt irgendwie den Schrecken weiterverbreitet, das muss reichen. Also das wird gleich definitiv aussortiert, also das muss ich nicht behalten. Es ist nicht stark in diesem da. Nee, absolut nicht. Also wie gesagt, mein Fazit ist, vermittelt das Star Wars-Gefühl, aber das vermitteln halt die Originalfilme auch. Mhm. Das eben hauptsächlich durch die Ikonografie und eben die Musik. Ja. Und das schaffen aber eben, also guckt euch lieber einen der Original-Star Wars-Filme an, wegen meiner auch einen der neuen. Die neuen schaffen das meiner Meinung nach auch nicht. Grillt mich, ich mag die neuen Star Wars-Filme halt nicht so sehr. Das sind für mich halt Filme, die im Star Wars-Universum spielen mit den Figuren. Das ist so, als würde ein Kind halt die Star Wars-Action-Figur nehmen und so ein bisschen piu-piu-piu-piu machen. Das sind die neuen Star Wars-Filme für mich. Aber das muss man doch, das hat doch Laura Dern vorgemacht. Ja, nee, das ist schon richtig, aber das ist so dieses, also für mich Star Wars Originaltrilogie, die neue, also die Prequel-Trilogie, kann man halten von was man möchte, war vielleicht auch für viele jüngere Leute heutzutage der Erstkontakt mit Star Wars. Ich hatte, wie gesagt, meinen Erstkontakt ein bisschen früher als mit der Prequel-Trilogie, deswegen finde ich die auch nicht schön.
Aber das könnt ihr halten, wie ihr wollt, wenn ihr die neuen Filme mögt und die alten Filme mögt und irgendwas anderes, aber nicht, ist das euch überlassen. Mhm. Ich kann halt am allermeisten mit der Originaltrilogie 4 bis 6 was anfangen. Ja. Und mit einigen animierten Vertretern. Ich bin ja großer Fan der animierten Trickserie Clone Wars. Also nicht mit der CGI-Serie, die es ja seit über 12 Millionen Jahren gegeben hat und, glaube ich, demnächst auch mal wieder fortgesetzt wird. Oder sowas, keine Ahnung. Gehört, ja. Da haben jetzt auch die neuen, es gibt auch zwei weitere, glaube ich, irgendwie Star Wars Rebels und jetzt läuft gerade schon wieder das dritte irgendwie. So, wenn euch das gefällt, more power to you, aber das ist alles für mich nix. Und das ist halt so eine Begleiterscheinung. Wenn irgendwas sehr groß ist, dann springt irgendwann auch andere Popkultur drauf auf und also Star Wars wird auch bei Simpsons andauernd parodiert und das stimmt. Nee, ja. Also muss man nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Also wie du schon sagtest. Wir haben es jetzt für euch geguckt, ihr müsst es nicht mehr tun. Wenn man jetzt großer Star-Wars-Fan ist und Komplettist ist oder wenn man großer Family-Guy-Fan ist und das irgendwie mal sehen möchte, wie die Star-Wars anpacken. Ich fand das früher richtig lustig, was wir heute geguckt haben. Heute konnte ich mich da jetzt nicht mehr so ganz für begeistern. Nee, ist irgendwie so. Ich glaube, das ist sowas, was so im Erstkontakt vielleicht ganz witzig ist. Wie gesagt, ich fand es ganz witzig beim ersten Mal gucken. Ist doch ein gutes Schlusswort. So, war ganz witzig so, ne? Ja, so, war ganz nett. Gutes Fazit so, ja. Zum Glück ist es nur eine Dreiviertelstunde. Ja, das stimmt. Man verliert nicht so viel Lebenszeit dabei. Okay, ich würde sagen, das war's von uns heute. Das war's schon. Oder hast du noch irgendwas Wesentliches zu sagen? Nicht Chris? Nee, wird mir jetzt nicht einfallen. Nicht Anja. Okay, dann würde ich sagen, wünschen wir frohe Nerdnachten da draußen. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Also sowohl unsere Wichtelbeschenkten als auch ihr, die ihr ihre Hörenden seid. Und tschüss. Und ich muss zum Klo, ich habe mir in die Hose gesisst.